Ja, hallo Freunde und ganz, ganz herzlich willkommen zu einem nächtlichen, schnellen Video. Ganz, ganz wichtig, das muss jetzt noch schnell gehen, das Video, denn es ist noch gar nicht der 1.4., der ist eigentlich erst in 2 Stunden, aber For the Pledging Pilot ist, wie ihr seht, schon aktiv. So, und wie ich vermutet hatte, ist es tatsächlich so, dass die Starter-Packages und diverse andere Packages, wo man drüber streiten kann, ob das für Einsteiger was ist oder nicht, egal, die sind alle reduziert. Und das Wichtige dabei ist, ihr seht es schon hier, die sind limitiert. Also es gibt nicht unendlich viele Stücken davon. Das heißt, wenn ihr euch Star Citizen holen wollt, das ist das Wichtigste, wenn ihr das überhaupt wollt. Zweitens, wenn es euch auch gefallen hat, ihr konntet ja das reinschnuppern die ganze Woche und ihr sagt, yo, ich will jetzt mir ein Game Package sichern, dann würde ich persönlich empfehlen, kauft es euch zum Anniversary Sale, denn ihr kriegt es vergünstigt und zwar um $12. Egal welches Game Package ihr kauft, die sind alle exakt um $12 vergünstigt sozusagen, ne? Also egal welches Package ihr euch holen wollt, und das Wichtige ist halt, dass diese ganzen Packages auch diese 72 Monate Versicherung beinhalten. So, das heißt, das ist echt ein guter Deal. Das ist wirklich ein sauberer Deal. 6 Jahre Versicherung auf die Schiffe. Wichtig ist halt dabei, ihr könnt das nicht mit Store Credits kaufen, ist aber auch irrelevant für die Einsteiger unter euch, die noch kein Game Package haben, ist es ja sowieso echt Geld. Das sind also alles hier Warbound Editions, ne? So, also, was haben wir im Angebot? Gehen wir es mal ganz fix durch, dass ihr noch Zeit habt, was zu kaufen. Denn es sind schon einige schon relativ low, deswegen beeile ich mich auch so. Also, ihr könnt das Aurora MR Starter Package kaufen. Dort bekommt ihr ein Starterschiff, habe ich euch ja schon gezeigt, mit Bett, mit Waffen, mit Laderaum. Da ist im Grunde genommen alles mit dabei. Und der riesengroße Vorteil hier ist, rein prozentual gesehen, weil der Rabatt ist immer gleich. Ja, es ist wurscht, welches Package ihr kauft, ist immer gleich, ist hier der rein prozentual größte Rabatt, nämlich, lass mich jetzt mal nicht lügen, knapp 20% Rabatt wären das hier. Das ist wirklich ein guter Deal. Gleiches gilt auch für die Alpha, für die Mustang Alpha. Auch hier gleicher Prozentwert sozusagen. Hier ist nochmal der Vorteil, dass das Schiff einen höheren Homepage-Wert hat, nämlich $5 mehr. Das heißt, hier ist der Rabatt sogar technisch gesehen noch ein bisschen höher. Aber da will ich mal gar nicht drauf rumreiten. Also egal, welches von beiden ihr haben wollt, die sind absolut top. So, wenn ihr sagt, hey komm, ich finde Star Citizen so toll, ich möchte gerne gleich mir ein besseres Schiff holen, dann habt ihr jetzt 2 Optionen. Variante 1, ihr kauft euch einfach das entsprechende Game Package. Das könnt ihr tun, die sind hier alle reduziert, könnt euch in Ruhe nochmal angucken. Stückzahlen, also hier die Reliant ist sehr, sehr stark begrenzt, offenbar, also da sind nicht mehr viele da. Ansonsten sind da noch einige vorhanden. Sogar eins mit der Prospector, also ihr könntet auch direkt ein Game Package mit der Prospector kaufen. Ne? Ich klicke es mal hier an, um mal zu zeigen. 72 Monate Versicherung, Star Citizen Download und 1000 Startgeld. So, für eben, also entsprechend auch ein bisschen günstiger, ne? Aber hier ist halt der prozentuale Rabatt relativ gering. Was ihr aber auch machen könnt, das wäre jetzt die Variante 2 und das wäre eigentlich, glaube ich, auch ein wirklich guter Deal, zu sagen, ich kaufe mir, wenn ich hier schon ein größeres Schiff haben will, ein teures Schiff haben will, die Anvil Arrow. Denn da zahlt ihr jetzt, das ist hier jetzt auch nicht nochmal irgendwie extra reduziert, da zahlt ihr $95, das sind $80 ohne Steuer, wenn ihr das genau wissen wollt, und kriegt dafür ein $75 wertvolles Schiff. Das heißt, ihr zahlt, wenn wir mal jetzt die Steuer mal außen vor lassen, für das Game Package $5. So, und dann könnt ihr mit dem $75 Schiff upgraden, auf was ihr wollt. Der Vorteil ist, dieses Game Package hat lebenslange Versicherung, also nicht nur 6 Jahre, sondern unbegrenzt. Der Rest ist eh gleich. Und insofern nehmt ihr dann diese Versicherung von dem Game Package der Anvil Arrow mit. Also, ihr kauft euch zum Beispiel jetzt mal die Arrow. Ja, ich werde es euch gleich nochmal ganz fix vorrechnen. Ihr kauft euch also beispielsweise die Arrow. Die ist 75 wert. Dann gradet ihr zum Beispiel auf die Prospector ab. Die ist 155 wert, Differenz müsst ihr dann noch oben drauf legen, plus Steuer. Und dann habt ihr eine Prospector mit Lifetime-Versicherung und ein vollwertiges Game-Package. Ne? Ansonsten, ihr seht, diese reduzierten Starter-Packages haben auch nicht diese höheren Startgeldmengen, aber lasst euch davon nicht beeinflussen, das ist völlig irrelevant. Guckt euch die Schiffspreise in-game an, eine Prospector kostet über 1 Million, UEC, da ist es egal, ob ihr mit 1000 oder mit 5000 anfangt, ne? Wenn wir mal ehrlich sind. So, also ihr könnt euch alles holen. Ich gehe jetzt nochmal ganz kurz in eine andere Übersicht, denn, warte mal, so. Das ist die falsche, das ist die richtige. Denn, wie ihr seht, sind die Packages mit Squadron 42 nicht reduziert. So,
Und das heißt, ihr könnt es mit, also diese Squadron 42 Packages aktuell vergessen. Die sind leider daher nicht wirklich relevant. Ich würde euch jetzt nochmal ganz kurz einen Cut machen. Dann will ich euch nochmal ganz kurz das mit der Prospector als Beispiel vorrechnen und noch was anderes zeigen. Also ganz kleinen Moment. So, Freunde, und zwar geht es um das Squadron 42. Also, das ist ja jetzt hier nicht mit dabei in diesem Game Package, wie gesagt. Das heißt also, ihr würdet, wenn ihr das haben wolltet, vergünstigt, was kostet eigentlich 53, würdet ihr also dieses Game Package hier kaufen müssen. Beziehungsweise, wenn ihr Aurora haben wollt, dann dieses hier. So, es gibt aber noch eine andere Möglichkeit, wie ihr trotz dessen, dass ihr ein rabattiertes Game Package kauft, Squadron 42 drin haben könnt, und zwar noch günstiger. Will ich euch ganz fix zeigen. Weil das ist auf jeden Fall empfehlenswert, sich das mitzuholen. Ich weiß nicht, wie ihr es mit dem Geld habt, das ist ja eure Sache, aber meine Empfehlung ist, holt es euch mit dazu, denn es ist höchstwahrscheinlich wirklich jeden Cent wert. Das ist quasi eine umfangreiche Singleplayer-Kampagne, wo es am Ende noch mal als Belohnung irgendein Schiff gibt und so weiter. Triple-A-Spiel auch. Also, es schadet nicht, sagen wir es mal so. So, nun geht's um Folgendes. Also, ihr geht, ich habe extra hier für euch einen Account erstellt, um das euch zu zeigen. Ihr kauft euch euer Game Package eurer Wahl. Es ist egal, welches das ist, ne? Zum Beispiel jetzt dieses hier. So. Ich kaufe es das hier. Rabatt ist drin. Jetzt kommt gleich hier das mit der Billing-Info. Das blende ich mal ganz kurz aus, weil das muss noch nicht jeder sehen. Moment. So, dann haben wir hier Next Step. So, jetzt kann ich wieder anmachen. Zack. So. Und dann kommt nach dem Billing Info und Billing Address kommt dann dieses Fenster, also hier Place Order. Und da steht hier oben ganz fett und groß Answer the Call. Dann könnt ihr für 23,80 das Package Squadron 42 mit reinpacken. Das machen wir jetzt. So, und dann kann der Knebel quasi das Spiel kaufen mit Squadron 42 für 65,45. Nochmal zur Erinnerung. Das Package mit Squadron 42 normalerweise würde kosten 77,35. Das heißt, wir sparen hier mit dieser Variante also diese 10 Euro oder 10 Dollar, sogar ein bisschen mehr, 12 Dollar. Also im Prinzip genau dieser Rabatt hier. Ja, den habt ihr also doch. Deswegen finde ich es auch blöd von CRG, dass sie das nicht einfach hiermit auch reingepackt haben, weil es ist rein vom Geld her, es ist irrelevant. Ja, es ist genau gleich. So, das wollte ich euch nur mal zeigen. Also ihr könnt Squadron 42 mitbestellen und müsst nicht auf den Rabatt verzichten. Ganz, ganz wichtiges Ding. So, und dann könnt ihr hier einfach mit PayPal oder was auch immer ihr wollt bezahlen und habt für insgesamt 65 Dollar das Spiel gekauft. Ihr könnt es auch in Euro kaufen. Das ist, ich glaube, aktuell ist der Kurs relativ egal. Dann sind es, was wären das dann in, warte, ich kann mal ganz kurz den Europreis zeigen. Moment, können wir noch fix machen. Kurz hier umstellen. Dollar, Dollar, Dollar. Wir stellen auf Euro, Euro, Euro. Klickere mich nochmal ganz fix durch. Ja, kann ich einfach so hier fix einblenden. Zack. Dann sind es 59,56. Also 60 Euro für zwei Spiele und einem Starterschiff. Das ist ein guter Deal. Wie gesagt, das Starter-Package hat halt diese 72 Monate Versicherung. Also das wäre das Erste, was ich euch zeigen will. Das andere ist, ich habe es hier nochmal im Excel ausgerechnet, ganz kurz. Also, wenn ihr euch die, das ist hier alles ohne Steuer, ne? Wichtig, ist alles ohne Steuer. Also, wenn ihr die Arrow kauft, zahlt ihr 80 Dollar für das Game Package, ne? Also Arrow plus Game Package. Und dieses Game Package hat LTE. Die Arrow hat einen Ingame-Wert von 75 Dollar. Wenn ihr das Game Package mit der Prospector kauft, zahlt ihr 160 und habt 72 Monate Versicherung. Die Prospector hat einen Ingame-Wert von 155. Und ihr seht hoffentlich hier die Differenz. Es ist also irrelevant. Ihr spart also nichts, habt quasi weder Verlust noch Gewinn sozusagen. Ob ihr jetzt also die Arrow kauft als Game Package, ich kann es euch nochmal ganz fix zeigen. Das wäre dieses Game Package hier. Ja? Oder ob ihr das rabattierte Prospector Package kauft. Es nimmt sich rein gar nichts. Der einzige Unterschied ist, dass ihr, wenn ihr das über die Arrow macht, dann auf der Prospector LTE habt, während ihr, wenn ihr das normale Prospector Package kauft, nur 72 Monate Versicherung habt. Also liegt eigentlich auf der Hand, da auch der Inhalt exakt gleich ist. Ich zeige es nochmal kurz. 1000 Tacken, Star Citizen, Selfland Hangar, 72 Monate Versicherung und die Prospector. Und dann nochmal als Gegenstück hier die Arrow. 1000 Tacken,
Selfland Hunger, Star Citizen Digital Download und die haben halt dann die Lifetime. Also es ist exakt 1:1 gleich, bis auf die Versicherung, die hier besser ist. Also wenn ihr die Prospekte euch kaufen wollt in einem Game Package, dann kauft euch das Anvil Arrow Package und gradet dann die Anvil Arrow auf die Prospekte ab. Und ich zeige euch noch etwas, dass wir es komplett haben. Moment. Muss ich mich nur mal ganz kurz, ich habe kurz schwarzen Bildschirm. Ich will euch kurz nochmal zeigen, was die, dass die Anvil Arrow auch tatsächlich 75 wert ist und nicht 65. Moment. Anvil Arrow. So, machen wir wieder hier an. Also, das ist die Anvil Arrow. $75 ist die wert. Die könnt ihr hier auswählen und könnt dann hier auf die Prospekte einfach upgraden. Das müsst ihr auch nicht sofort machen, das könnt ihr auch noch später machen. Die ist nämlich immer verfügbar. Muss ja auch sein, sonst könnte man ja gar nicht minern. Und die ist hier bei 155. So, und dann zahlt ihr hier nur noch die Differenz. Natürlich, die Steuer kommt dann noch am Ende oben drauf, aber die wäre ja sowieso drauf gekommen, also ist es egal, brauchen wir jetzt nicht mitrechnen. So, wenn ihr da nochmal dazu Fragen habt, ich bin noch ein bisschen wach. Also, wenn ihr noch dringende Fragen diesbezüglich habt, schreibt es mir in die Kommentare. Und ja, ich hoffe, dass jeder von euch sein Game Package dabei kriegt. Ihr müsst es nicht deswegen stressen. Soll jetzt auch gar nicht gestresst rüberkommen. Ich bin ein bisschen gestresst, weil ich bin davon ausgegangen, dass das Ganze ja erst morgen kommt. Jetzt wurde ich so überrascht, dass die Game Packages jetzt schon da sind und dass die auch noch limitiert sind. Und es ist halt weltweit. Und ich habe keine Ahnung, wie lange 2300 Einheiten jetzt hier in dem Fall vorhanden sind. Das Schöne ist, das Warbound Package hier von der Anvil Arrow mit Lifetime ist nicht limitiert. Also im Zweifel, das geht immer, ne? So, okay, ich denke, da haben wir alles komplett. Vielen Dank fürs Zuschauen, gebt mir mal Feedback. Wie gesagt, wenn ihr nochmal irgendwas braucht, sagt Bescheid. Und dann sehen wir uns morgen beim nächsten Video. Bis dahin, ciao. Last time I heard you speak, you shot ice into my veins. I almost wish there would rain. Now your forecast calls for me. Does the sun go down on the road?